neuer Tag, neue Tour. Es gibt eine kurze After-Job-Tour. Und zwar fahre ich zur Sieglinde, ich glaube, die hat auf. Also das ist After-Job-Tour, in Anführungszeichen Sonntag, ich habe gearbeitet und mache jetzt einfach nur so eine ganz kleine Tour und habe ja beim letzten Mal euch versprochen, dass wir zur Sieglinde fahren. Ich hoffe, dass sie sonntags auf hat, auch bei dem Wetter. Das schauen wir uns jetzt aber einfach mal an. Ja, hier sieht man jetzt langsam wieder Steine. Vor ein paar Tagen war hier noch alles überflutet, das ist noch gar nicht so lange her. Also das Wasser ist rückläufig. So, es ist 14 Uhr. Ich hoffe, die Sieglinde hat in der Tat auch, da kann man noch einen Happen essen. Denn ja, Family ist, wie gesagt, nicht da. Die machen Picknick mit Schwestern, Nichten. Und da bietet sich das ja wahrlich an, auch wenn es kalt ist. So, das ist der Radweg Boost in Bußdorf. Die Sieg oder an der Sieg entlang Richtung Hennef. Dort ist die Sieglinde, da bin ich ja beim letzten Mal her, aber habe das als Rundweg dann gemacht und konnte nicht ganz durchfahren. Hatte da zeitliches Problem, es war ein Neujahr oder Heiligabend, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, und wie versprochen, holen wir das jetzt nach. Das Wetter ist so, naja, hinten ist es ganz dunkel, hinter mir scheint die Sonne. Ihr seht's. Wir fahren ins Dunkle. Ich hoffe, das heißt nichts Schlechtes und Regen. So, wir sind bei Kilometer 6. Rechts zeichnet Komoot die Aufzeichnung mit. Ich habe es jetzt gar nicht als Ziel eingegeben. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, gibt es noch einen kleinen Umweg. Und das seht ihr dann am Ende des Videos, beziehungsweise in der Videobeschreibung seht ihr dann auch den Komoot-Link. Ja, beim letzten Mal sind wir dort hergefahren, wo die Fußgänger jetzt herkommen. Jetzt fahren wir den Weg und vielleicht fahren wir hinten über Alna und Seligenthal zurück. Mal sehen. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat die Sieglinde auch zu. Mit meinem kleinen Mahl und meiner Mahlzeit, das scheint nichts zu werden. Wir fahren weiter. Dann brauche ich euch die Sieglinde auch geschlossen nicht zu zeigen. Und das verschieben wir dann, wenn sie geöffnet ist. Und dann aber auch richtig. Dann kehren wir da ein und dann macht das auch viel mehr Spaß. So, dann fahren wir jetzt auch wirklich Richtung Seligenthal, Stallberg zurück. Wir haben jetzt knapp 11 Kilometer und dann werden wir so roundabout auf 18, 20 Kilometer, denke ich, kommen. Für eine schnelle After-Job-Tour doch ganz okay. Tja, runter macht der Berg hier in Seligenthal Spaß, hoch allerdings nicht. So, jetzt geht's rechts nach Kaldaun. Geradeaus würden wir wieder über die Warmbachtalstraße Richtung Bußdorf kommen. Aber das machen wir jetzt nicht. Und wir fahren weiter Richtung Kaldaun und sind jetzt bei Kilometer 12. So, ich habe eine Kleinigkeit doch noch zu essen bekommen, einen kleinen Salat. Den habe ich gegessen, habe mich gestärkt und jetzt geht es die letzten Kilometer nach Hause. So, das war dann nochmal eine entspannte
Tour am Sonntag Nachmittag nach einer kleinen Arbeitssession. Und ihr seht, es ist ganz schön matschig immer noch. Es hat die letzten Tage geregnet und es wird Zeit wieder für eine Fahrradwäsche. So, die Tour war jetzt rund 17 Kilometer und ja, es ist ganz schön windig. Ich hoffe, das Mikro hält den Wind noch ab. Und ja, ich habe jetzt meine Urlaubsphase, ihr habt es gemerkt, gibt es jede Woche ein Video. Und ich hoffe, dass ich noch einmal bevor die Arbeit wieder losgeht, aufs Fahrrad komme. Die nächsten Tage sagen allerdings keine gute Wetterprognose voraus. Also von daher, davon wird es abhängen, ob ich jetzt letztendlich noch mal ein Video mache. Ich würde gerne noch mal eine weitere Strecke machen. Und ja, das werdet ihr auf Instagram mit Sicherheit sehen. Da werde ich euch darüber berichten, auch was die Vorbereitung angeht. Also solltet ihr mir auf Instagram noch nicht folgen, dann könnt ihr das einfach machen. Einfach Just on Tour suchen und dann einfach folgen. So, gleich natürlich auch hier den Kanal. Wenn ihr den noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr da ein Abo da lasst, die Glocke betätigt, Daumen nach oben, dann habt ihr das volle Programm Just on Tour und es gibt immer nur schöne Radreisen beziehungsweise den ein oder anderen Tipp, den ich selbst erfahren habe, wie beispielsweise mit der, wie ihr über den Winter mit eurem Akku kommt, wie ihr den schonen könnt. Denn auch Akkus können die Lebenszeit, kann man die Lebenszeit verkürzen, wenn man den falsch bedient und nicht einfach nur reinstecken, laden, liegen lassen. Aber das erfahrt ihr im Video, schaut es euch gerne an.